Wir schauen mal ganz kurz, was hier los ist. Oh ja, tatsächlich, da drin wird geschossen. In Deckung, in Deckung. Wir brauchen Unterstützung, Squad. Perfekte Kulisse für unser neues Dienstfahrzeug und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video in GTA 5 LSPDFR. Heute mit einem wirklich besonderen Fahrzeug unterwegs, nämlich einem Lamborghini Urus. Und zwar nicht nur irgendeinem, sondern in der DG, also Daniel Gaming Edition. Dankeschön an Bergisch Modding für die Zusendung von diesem Prachtstück, denn das wird heute sehr lustig, denke ich mal, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Und jetzt aber wirklich willkommen zurück zu einem weiteren Video in GTA 5 LSPDFR. Wir fahren auch schon los, würde ich sagen, und schaut euch mal die schönen Frontblitzer an. Also es schaut wirklich, wirklich cool aus, wirklich böse auch, der Lamborghini, wie ich finde. Und es passt ja perfekt zu unserem ersten Einsatz, oder? Das kommt ja wie gerufen, ein gestohlenes Fahrzeug, und zwar nicht irgendeins, sondern ein Notfallwagen, also Regierungsfahrzeug so gesehen. So, wir fahren mal los und versuchen den oder die zu schnappen. Wahrscheinlich fährt die Person auf die Autobahn. Umso besser, aber wir haben ja ein Sports Utility Vehicle. Das heißt, wir können auch so ein bisschen Offroad fahren, wenn wir uns mal verirrt haben. Alter, uiuiui. Okay, man sollte nicht zu schnell sein. Ist ja auch nicht ein Geländewagen, ja, nur so halb. Bisschen höher ist er. Uiuiui. Sag mal, das schüttelt einen hier ganz schön durch, du. Das ist der Wahnsinn. So, auf der Autobahn flieht er jetzt. Der Heli ist dran, das heißt, wir müssen uns nur noch anschließen. Achtung. Platz machen. So, und jetzt können wir mal schauen, was der gute Lambo hier kann. Was er drauf hat. Wir geben alles mit 240 Sachen hier auf der Autobahn. Leute, 250, easy. Und jetzt sogar schneller. Ja, Wahnsinn, mit so einem Riesenschiff, ja, so schnell zu fahren. Weil das Ding wiegt ja locker flockig über 2 Tonnen. So, und da vorne überholen wir den G65 hier. Locker flockig. So, da vorne sehen wir den Krankenwagen, der mit 200 über die Autobahn fährt, Leute. Ich glaub's ja nicht. Der Typ hat's eilig, du. Der will ins Krankenhaus. Aber sowas von, du. Ist ja der Wahnsinn. So, wir holen ein bisschen mehr Unterstützung dazu. Hätte ich gesagt. Also ein wahnsinnig lebensmüder Typ hier, oder? Aber gut, jetzt sind wir dran. Jetzt fährt er hier erstmal durch die Stadt. Boah, Traktor. Alter, der nimmt das Ding ran. Das ist ja der Wahnsinn. Das Ding wäre fast umgekippt. So, Achtung, ich glaube, der will hier abbiegen. Ja, dachte ich mir. So, wir dürfen unseren Dienstwagen ja eigentlich nicht kaputt machen, sagte er, während er eine Laterne umfährt. Okay, wie kriegen wir den jetzt hier zum Stehen? Wir versuchen uns mal davor zu setzen. So, mal gucken, wenn er den jetzt nicht zum Umkippen bringt, ja? Weil der hier so wahnsinnig schnell unterwegs ist. Stehen bleiben! Uiuiui! Freundchen, bleib stehen! Sei nicht so lebensmüde! Stehen bleiben! Aua. Ja, mit Heile nach Hause wird es nichts mit dem Wagen hier. Stehen bleiben. Oh. Freundchen. Der Typ will nicht anhalten. Wie viele Täter sind es überhaupt? Einer. Scheinbar nur eine Person. Oh. Oh. Danke. Das war auch so ein bisschen meine Schuld hier. Wir versuchen hier zu drehen und ihm hinterher zu fahren. Oh, aua. Komm, gib alles. Wir zünden hier Vollgas. Komm, wir holen auf. So, jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, mein Freund. Nach links geht's hier nicht mehr. Nach links geht's hier nicht mehr. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, ja, sehr gut. So, jetzt aber. Polizei, raus aus dem Wagen, die Hände hoch. Hey, ganz langsam, die Hände hoch, stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Raus aus dem Wagen. Ich glaube, wir haben ihn. Der Kollege übernimmt. Sehr gut. Also, ein Wahnsinn, die Berliner Feuerwehr hier. Ich glaube, die vermisst zufällig einen Rettungswagen. Kann das sein? Eine Verfolgungsjagd, Leute, vom Feinsten, ja.
mit Helikopter. Ja, wir haben alles gegeben. Und die Kollegen auch. Sehr gute Arbeit. Der eine hat sogar seine Sirene aus Jux und Tollerei angelassen. Ja, was macht denn der eine Typ da? Hallo, Freundchen, geht's dir gut, ja? Hallo, bleiben Sie mal wieder stehen. Ey, stehen bleiben! Ist er da? Hallo? Der fährt hier in Hydrant um und haut ab, oder was? Moment. Ja, Moment. Den schnappen wir uns auch noch schnell. Ja, heute kommt uns keiner davon. So viel steht fest. Nicht zu meiner Schicht. Da vorne ist er. Der andere läuft uns ja nicht davon. Die Kollegen sind ja noch vor Ort. So, stehen bleiben. Einmal wieder rechts ran, mein Freund. So nicht, ja, so nicht. Kommen Sie. Ganz entspannt hier einmal. Danke. So, wir fragen mal ganz kurz, ob da alles okay ist. Wir checken auch mal ganz kurz hier bei der Leitstelle, ob das Fahrzeug auffällig war in der letzten Zeit. Hallöchen, guten Tag. Ja, dachte ich mir doch. Ja, und zwar ist das Fahrzeug nicht angemeldet, hat natürlich keine Versicherung dadurch und es gehört keinem quasi dadurch. Das ist schwierig. Guten Tag, der Herr. Hätten Sie mal Führerschein, Fahrzeugpapiere sowie Versicherungsnachweis? Dankeschön. Herr Garcia, einen Augenblick bitte, ja? Sie haben mitbekommen, dass er da einen Hydranten... Egal. Wir kommen gleich wieder zurück auf Sie. So, Herr Garcia, wir machen dann nur eine kleine Abfrage für die Leitstelle. Scott Garcia, ansonsten ist die Sache klar. Wenn der jetzt kein Haftbefehl offen hat, hat er nicht, dann ist es jetzt spätestens soweit. beziehungsweise, naja, man muss ja nicht übertreiben. Der Herr, ich muss Sie bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen und zu kooperieren. Und zwar haben wir entsprechend ein Problem mit der Anmeldung des Fahrzeugs. Es ist nämlich nicht angemeldet. Sie dürfen das Fahrzeug nicht im Straßenverkehr bewegen. Ja, das ist natürlich schwierig. Der Herr darf weitergehen, weil er hat in dem Fall jetzt keine Straftat begangen. Wobei Fahrerflucht. Aber gut. Wir lassen ihn per Post zukommen. Sie dürfen aber zu Fuß weitergehen, ja? Und Sie dürfen nicht weiterfahren. Ah ja, das hat ja gut funktioniert. Haben Sie es verstanden? Danke. Gut. Er hat es verstanden. Und auch wenn er jetzt hier nicht in meinen Wagen einsteigt. Wir suchen mal schnell das Fahrzeug. Wenn jetzt da natürlich illegale Gegenstände drin wären, dann wäre es schlecht für ihn. Nein, alles gut. Okay, das heißt, wir tun das Fahrzeug abschleppen lassen. Haben die Sache dann hier geklärt. Ich wollte ihn eigentlich nur anhalten, wegen dem Hydranten, den er geköpft hat. Und dann... Dass er mich quasi angefahren hat. Ich glaube, das war aber mehr oder weniger unabsichtlich. So wie es mir schien. So, jetzt fahren wir mal schnell zu dem eigentlichen Problem, was wir hier hatten. Nämlich unseren Typen hier mit seinem lebensmüden Sprinter, den er hier geklaut hat. War der Sprinter lebensmüde oder er? Das ist die Frage. So, wer hat hier die Sirene noch an? Ich glaube, der Typ da hinten. Ich glaube, der... Ja, der im G63. Oder G65, besser gesagt. Kollege, geht's dir gut soweit? Kollege? Hallo? Ne, dem geht's glaube ich nicht mehr gut. Ich glaube, wir helfen ihm mal, oder? So. Wir helfen ihm. So. Kein Problem. Der Freund und Helfer steht zur Stelle. So, hat der Kollege bereits übernommen hier? Kollege? Wärst du so freundlich, mal ganz kurz ihn zu durchsuchen? Wir haben wahrscheinlich auch hier Narkotika im Spiel. Ganz ehrlich, wer so lebensmüde mit dem Rettungswagen durch die Gegend fährt, der muss Narkotika genommen haben. Irgendwas muss der genommen haben. Er hat sogar PCP dabei und noch Meth dabei. Also, der ist bekannt, der Herr Gunther. Ja, Tyler Gunther. Geiler Name, aber. Ich würde sagen, Drogentest, Drogenwischtest und dann noch ein Alkoholtest. Der Vollständigkeit halber. Wir haben ja alles hier, ne? Wenn wir es bräuchten. So, wie schaut's aus? Kokain positiv und Meth positiv. Perfekt, sag ich euch. Gut, wenn es so ist, wir machen noch einen Alkoholtest der Vollständigkeit halber. Und dann sind wir hier durch. Den Rettungswagen würde ich mal ganz gern der Rettungsstelle, der Rettungsdienststelle wieder zurückbringen. Okay, Alkohol hat er wenigstens keinen genommen. Sehr gut, dann Kollege, übernimmst du? Danke dir. Da wird ihn ein schönes Gerichtsverfahren erwarten, aber nicht nur wegen seiner... Geht's gut? Nicht nur wegen seiner entsprechenden Fahrweise, sondern auch wegen den Drogen. Die kommen natürlich hier nochmal ganz klar dazu. Okay. Top. So. Ja. Wo habt ihr jetzt mein Auto hingestellt, sag ich euch? Ist ja Wahnsinn, ne? Die Kollegen, die übernehmen hier die Fahrzeuge. Naja.
Übrigens, wer den schönen Lamborghini Urus mal selber fahren möchte bzw. haben möchte, der kann sich gerne bei Bergisch Modding melden, auch unter anderem auf deren Discord. Ich habe euch mal den hier in die Videobeschreibung gepackt. Wir haben einen Officer, also einen Beamter, der Unterstützung braucht bei einer Verkehrskontrolle. Kennen wir ja nur zu gut, kann ich euch sagen. Deswegen fahren wir da jetzt auch mal an. Code 2 aber ohne Blaulicht, eigentlich ohne Sirene. Der Kollege fährt immer noch mit seiner Sirene. Ah, ich bin so angenehm, nicht? Ja, und ansonsten auf unserem Discord könnt ihr auch gerne vorbeischauen, der wird hier eingeblendet. Und natürlich ganz wichtig, ein Like und ein Abo nicht vergessen, denn das hilft dem Algorithmus und natürlich auch euch, um entsprechend bessere Vorschläge, Videos und so weiter zu erhalten. Außerdem die Glocke hilft da auch natürlich sehr, sehr viel. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, der Merch-Shop nimmt langsam Gestalt an, also es kommen neue Designs, es kommt unter anderem auch Altes, also was wir schon kennen, zum Beispiel das Logo als Merch-Artikel. Also es kommt einiges auf euch zu, da könnt ihr gespannt sein. Alter, der Kollege, der geht mir echt hart auf die Nerven hier mit seiner Sirene. So, wir fahren mal ganz kurz hier zu dem Verkehrsstopp. Der Kollege ist ja schon vor Ort. Machen wir Warnblinker an und würden mal ganz kurz gucken, dass der Kollege mal zufährt gefälligst. Und dann werden wir hier mit unserem Kollegen vorgehen. Ey, fahr doch zu. Du hast doch so einen an der Klatsche, Junge. Es ist ein Wahnsinn. So, hallo, guten Tag. Okay, alles klar. Er hat keinen Drogentest, also Alkoholtest dabei. Und wahrscheinlich ist es DUI, also fahren unter Einfluss von Drogen. Alles klar, dann kümmere ich mich drum. Okay. Alles klar. Kollege geht vor. Hallo, guten Tag, der Herr. Wie geht's Ihnen heute so? Antwortet nicht. Aber wir haben wir einen hinten drin? Ne, keiner hinten drin. Können Sie mich hören? Hä? Wann hatten Sie Ihren letzten Drink oder das letzte Mal Alkohol zu sich genommen? 70% besteht der menschliche Körper aus Wasser. Ja, es ist ein bisschen komisch, dass wir trinken müssen, um am Leben zu bleiben. Das stimmt schon, aber Sie können durchaus mir die Frage gerne beantworten. Ja, wann hatten Sie das letzte Mal was zu trinken? Ah, geht's gut. Also, er weiß nicht, wann er den letzten Drink hatte oder eben auch nicht. Okay. Alles klar. Dann müssen Sie einmal bitte den Motor ausschalten und aus dem Fahrzeug aussteigen, wenn ich Sie bitten darf. So. Und ansonsten würde ich sagen, mal bitte kooperieren. So. Mal gucken, der Kollege kommt. In dem Fall werden wir mal einen Drogentest machen, würde ich sagen. Na, ganz ruhig jetzt. Bleiben Sie entspannt. So, wir machen einen kleinen Alkoholtest. Bitte einmal pusten, bis ich Stopp sage, ja? So, der Kollege hat gemeint, er hat entsprechend Anzeichen gemacht, dass er was getrunken hatte. Und er hat jetzt gerade eben auch nicht sofort geantwortet, war ein bisschen benebelt scheinbar. Bestätigt sich der Verdacht 1,24 Promille, damit darf er nicht fahren. Der Herr, ich muss Sie deswegen festnehmen, weil Sie fahren unter Einfluss von Alkohol, in dem Fall von Drogen, Driving Under the Influence. Sie sind vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug können wir entsprechend abschleppen lassen. Und ihn tun wir noch zu unserer eigenen Sicherheit durchsuchen. Und dann holen wir noch einen Transport für den Herrn. Also in dem Fall eine klassische Routineaufgabe. Kokain gefunden, ja perfekt. Damit hat er sich noch einer weiteren Straftat klassifiziert. Wir schauen mal ganz kurz, wie es im Auto ausschaut. Ja, Heroin auch noch, ja. Das wäre mal besser. Gut, Heroin, Kokain, haben sonst noch was dabei. Drogenhandel würde ich jetzt mal Ihnen mal vorwerfen, der Herr. Gut, also, alles Weitere können Sie dann mit Ihrem Anwalt besprechen. Wir holen einen Transport für Sie. Ist ja nicht weit, ne? Haben wir direkt da vorne die Polizeiwache. Da kommt auch schon der Sprinter. Hoffentlich fährt er nicht so verrückt wie der Krankenwagen vorhin. So. Gut. Schönen Tag noch, der Herr. Also, dann können wir weitermachen. Sind hier Code 4. Ein weiterer Notfall, und zwar ein Ladenraub hat uns soeben erreicht. Ground is in our desert, soll das Ganze passiert sein. Wir responden hier schon mit Überschallgeschwindigkeit. Nein, nicht ganz, aber fast. Zum Einsatz. Und natürlich eignet sich der schöne Lamborghini auch als Autobahnpolizeiauto, finde ich. Auch wenn der Spritverbrauch dann jenseits von Gut und Böse sein müsste. Bei der Stirnfläche und dem Gewicht. Gut, aber wir schauen mal. 1 Kilometer haben wir noch. Was hier los ist bei diesem
Ladenraub. Achtung bitte. Wir machen jetzt mal die Sirene aus. Wir wollen nicht, dass die uns schon von weitem kommen hören. Ich weiß nicht, ob der Ladenraub schon vollzogen ist oder nicht. What? Alter. Alter Schwede. Sag mal. Das war ein bisschen kritisch gerade hier. Oh, 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 oh. Die Dame. Eieieiei. Die Dame. Geht's Ihnen gut? Entschuldigung. Da waren wir ein bisschen breiter als gedacht. Ja, wir holen natürlich sofort einen First Responder. Eieieiei. Was ist denn hier passiert? Ich mache ihn so, Auto mache ihn so, Unfall. Wohl eher. Vor allem, wenn du da natürlich einen Urus als Gegner hast im Unfall, dann hast du natürlich ein richtiges Problem, ne? Also ein richtiges Problem. Also so richtig, richtig. Wir schauen mal, ob die Dame einen Ausweis hat oder so. In der Zwischenzeit kümmern sich dann die First Responder um den Rest. Schauen wir mal. Nichts weiter. Ah, danke schön. Jordan Pickle. Der Name. Ich glaube, die werden die dann mitnehmen oder entsprechend Unterstützung anfordern. Ja, da hat sich der Ladenraub soeben etwas verzögert. Aber kann passieren. Passiert selten, aber passiert. Bei einem Einsatz, bei einer Einsatzfahrt. So, wir fahren mal kurz hier zur Seite. Oh, das Schild nehmen wir auch noch mit. Perfekt. So, ja. Herz-Lungen-Wiederbelebung ist fehlgeschlagen. Eieiei, Leute. Das war aber definitiv nicht die Absicht. Okay, wir holen einen Abschlepper und entsprechend einen Gerichtsmediziner, der sich um den Rest kümmert hier. Oh Mann. Entschuldigung, tut mir leid. Death course shot by firearm. Naja, also da müssen wir nochmal an der Diagnostizierung der ja, Unfallursache etwas arbeiten. So, gut. Die Gerichtsmediziner kümmern sich um den Rest und packen sie ein. Wir kümmern uns jetzt dann um den eigentlichen Zweck, warum wir da sind. Nämlich den Ladenraub mit einem etwas ja, kaputten Urus jetzt leider, aber so ist es. So, wir schauen mal ganz kurz, was hier los ist. Oh ja, tatsächlich, da drin wird geschossen. In Deckung, in Deckung. Brauchen Unterstützung, SWAT. Beziehungsweise SEK. In Deckung, in Deckung, geh in Deckung, Junge, du sollst in Deckung gehen, Mensch. Danke, sehr freundlich. Von links, von links. Wo ist er? Da ist er. Tatsächlich. Kann man die Unterstützung eintreffen, bitte? Wir gehen rein. Geldsäcke. Oh, hier liegt jemand. Wir brauchen sofort Unterstützung. Holen eine Luftrettung. Wir sperren die Straße. So schnell. Also die Helis zu rufen war nicht unbedingt die beste Idee, aber die Sanitäter hier haben entsprechend auch ihre Arbeit gemacht. Wir durchsuchen jetzt mal ganz kurz den Herrn hier noch, weil hier haben wir jetzt den Bericht über die Person, leider nicht über die andere erhalten. Und hier tut sich jemand extrem schwer, seine Arbeit zu verrichten oder zu fliegen, besser gesagt. Wir holen hier einen Gerichtsmediziner. Und ja, das heißt, wir müssen selber ran. Hilft alles nichts. So, wegen dem einen da drin jetzt mache ich mir echt Sorgen. Das macht es jetzt schwierig hier. Wir holen jetzt entsprechend eine Ambulance. Richtige Ambulanz. Also einen Rettungswagen. Der soll sich um den Rest kümmern. Ich habe das Gefühl, die sind zuverlässiger. So. Gut. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Die haben heute Arbeitsverweigerung scheinbar. Na gut, wenn das so ist, dann schauen wir, wie wir den hier rauskriegen. Gut, dann sind wir hier durch, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei dieser kleinen Folge GTA 5 LSPDFR mit diesem etwas anderen Polizeiwagen heute. Schreibt mir gerne eure Meinungen mal in die Kommentare und natürlich auch, wie es ihr so von der kleinen Streife hier haltet. Unter anderem auch mit diesem schönen Polizeiauto mit jetzt Einschusslöchern. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Bergisch Modding. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.